Willkommen zurück bei Einfach Wissen. Fast jeder kennt die Zurück in die Zukunft-Trilogie, in der Marty McFly und Doc Brown durch die Zeit reisen. Unter anderem kommen sie da auch im Jahr 2015 vorbei. Mittlerweile ist 2015 vorbei und unsere Welt ist nicht annähernd so futuristisch, wie sich das die Leute in den 80er Jahren vorgestellt haben. Doch wie wird sich das Ganze in absehbarer Zeit, also in den nächsten Jahren, entwickeln? Heute bei Einfach Wissen, 8 Technologien und Dinge, die schon bald möglich sind. Viel Spaß! Nummer 1. Kostenloser Datenspeicher. Bis 2018 sollen bis zu 90% der Weltbevölkerung kostenlos Daten speichern können und das ohne Limit. Jeder kennt den ärgerlichen Moment, wenn man Dateien, Musik oder Bilder aufgrund von zu wenig Speicherplatz löschen muss. Laut Google und Co. gehört das bald der Vergangenheit an. Mittlerweile können immer mehr Speicherkapazitäten für weniger Geld angeboten werden, da die Kosten für 1 GB auf Festplatten immer weiter sinken. Nummer 2. Autos mit dem 3D-Drucker. Bis 2022 soll das erste Auto mithilfe von einem 3D-Drucker hergestellt werden. Bereits jetzt werden bestimmte Einzelteile für Autos mit 3D-Druckern gedruckt. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis die Autoindustrie anfängt, 3D-Drucker voll einzuspannen. Nummer 3. Lesebrillen bald internetfähig. Bis 2023 werden mindestens bis zu 10% aller Lesebrillen mit dem Internet verbunden sein. Bis jetzt ist der Versuch, Smart Glasses zu etablieren, noch nicht wirklich geglückt. Wissenschaftler sind sich jedoch einig, dass smarte Brillen die Zukunft sind. Nummer 4. Bald hat fast jeder einen Supercomputer dabei. Smartphones werden von Jahr zu Jahr leistungsstärker und in Zukunft auch immer öfter den PC zu Hause ersetzen. Da die Systeme immer besser werden und es gleichzeitig auch viele günstige Hersteller gibt, kann sich bald jeder einen Computer für die Hosentasche kaufen. Nummer 5. Internetzugang wird ein Grundrecht. Bis 2024 soll Internet ein Grundrecht sein. Bereits jetzt arbeiten Google und andere Unternehmen daran, den Menschen in abgelegenen Regionen einen Internetzugang zu ermöglichen. Das wollen sie mithilfe von Ballons und Drohnen erreichen. Nummer 6. Bald Transplantation einer Leber aus dem 3D-Drucker. Schon jetzt werden Rippen und andere Knochen von Ärzten mit 3D-Druckern erstellt. Der nächste Schritt geht in die Richtung, funktionierende Organe zu drucken. Bis 2024 soll die erste Leber aus einem 3D-Drucker transplantiert werden. Nummer 7. Künstliche Intelligenzen übernehmen Unternehmen. Viele Führungsaufgaben in großen Unternehmen können laut einer Studie automatisiert werden. Zum Beispiel im Finanzbereich. Für solche Dinge sind künstliche Intelligenzen perfekt geeignet. Vor allem auch, weil sie schneller mit Zahlen umgehen können als wir Menschen. Bis 2025 sollen etwa 30% der Führungsaufgaben in Unternehmen komplett automatisiert werden. Und Nummer 8. Die Zukunft der Autos. Automatische Autos sind bereits bekannt und es wird unentwegt optimiert und geforscht. Auch auf deutschen Straßen sind aktuell Fahrzeuge ohne Fahrer unterwegs. In Zukunft kann man nicht nur von Autoherstellern, sondern auch von bekannten Firmen wie Google und Apple neue Roboterautos erwarten. Bis 2030 sollen knapp 10% aller Autos in den USA selbstständig fahren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Klick dich durch meine letzten Videos und abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und ciao!